Yo Leute! Herzlich willkommen zur ersten Folge von Transport Fever 2. Wir haben gerade eine neue Map geladen und ich habe auch schon die ganzen Städtenamen und so eingefügt, die ihr ja auf Discord schreiben konntet, wie ich sie alle nennen soll. Das seht ihr hier gerade. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der ersten Zug- und Buslinie. Was meinst du? Ja. Laurin, voll der Transport Fever Profi. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Noch nie davon gehört und so. Echt so? Ich wusste gar nicht, dass es so ein Spiel gibt. Ich finde es irgendwie lustig. Was ist das? Ein Bahnhof. Busbahnhof oder Zug? Ein Bahnhof. Okay. Also nicht wundert, Laurin sieht es ziemlich schlecht, weil die Übertragungsqualität minimal schlecht ist. Auf Discord. Also Leute, habt ihr irgendeinen Tipp, wie man die Übertragung auf Discord ein bisschen schärfer machen kann? Oder habt ihr sonst eine App, mit der man gut Bildschirmübertragung machen kann? Außer Skype, bitte. Ja, falls ihr eine gute Idee habt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und was gibt es sonst noch neue? Mittlerweile haben wir fast 300 Abonnenten. Stimmt, genau. Also wenn ihr der 300. Abonnent sein wollt und diesen Kanal noch nicht abonniert, dann würden wir uns sehr über euer Abo freuen. Ich habe die erste Zuglinie gebaut. Das andere der Busbahnhof, oder? Genau, das hier ist ein Busbahnhof mit hässlichen Haltestellen und so. Ja, der Zugbahnhof schaut auch hässlich aus. Nein, der ist doch nicht hässlich, der ist einfach nur von 1880. Und hässlich. Damals war Wien noch klein. Heute waren wir Skifahren, Leute. Ja, und wir haben eine geile D-Line gesehen. Oh, richtig geil. Das war so heftig. Aber wir sind sogar mitgefahren. Freunde. Wir sind eigentlich den ganzen Tag nur zwischen dieser und einer anderen neuen Bahn gewechselt. Ja, die waren beide so geil. Wir haben uns überlegt, ob wir mal ein Video davon machen sollen oder so. Also wir haben uns gedacht, dass wir bei einem Skigebiet anfragen können, ob wir da mal beim Beschicken dabei sein können oder so, bei der D-Line oder irgendeiner anderen Bahn. Also dass wir einfach am Morgen dahin fahren und dann ein bisschen so am Morgen dabei sind, wie sie das Ganze am Morgen in Betrieb nehmen und so. Und möglicherweise am Abend auch wieder, aber das steht noch in den Sternen. Wir müssen jetzt zuerst einmal schauen, ob wir das überhaupt dürfen und so. Und ob wir das wollen. Halt, es wäre schon geil, aber wir sind noch ein bisschen am Überlegen, weil wir uns ja nicht zeigen möchten. Hey, Lul, jetzt hat es es mit einem Weg verbunden. Lul. Wunderschön. Ja, sicher ist das wunderschön, das habe ich gebaut. Ja, aber wenn du es baust, ist es immer wunderschön. Ja, eben. Das, ja, wie sieht die Skylines? Halt, na, fast. Nur es geht halt mehr darum, die Städte zu verknüpfen und in den Städten ein Transportsystem aufzubauen und nicht so. Ja, aber ähnlich wie City Skylines. Ja, es hat schon gewisse Ähnlichkeiten, das stimmt. Scheiß Fake. Kollision, Elias. Ja, sorry, Mann. Stress nicht gleich so rum. Pass mal auf. Also halt, der Vorgänger war Transport Fever und davon der Vorgänger war Train Fever und das war definitiv schon vor City Skylines draußen. Also kannst du nicht sagen, dass City Skylines oder ja, Train Fever ist bestimmt was anderes, das ist ja Zugfieber. Ja, aber da ist es im Grunde eigentlich genau um dasselbe gegangen. So, jetzt brauche ich noch Bus- und Zugdepots. Ja, dann baue ich halt zuerst das Zugdepot, wenn ich es gerade aus Versehen auswähle. Einfach hier daneben in die Häuser rein. Nein, ich mag den Bahnhof ja irgendwann noch erweitern. Dann wäre es doof, wenn das Zugdepot im Weg ist. Ich stelle es. Ich reiße dieses Ding jetzt da. Oh, das sieht doch geil aus. Wunderschön. Nur jetzt kannst du den Bahnhof halt auch nicht erweitern. Doch, in diese Richtung. Mhm. Also machst du lieber die Häuser kaputt. Ja, irgendwann müssen die sowieso weichen. Ja, ja. So, was machen die Leute? Die sitzen dann auf dem Bahnhof herum und nehmen Drogen, weil du ihr Haus kaputt machst. Aha, so habe ich das jetzt noch nicht betrachtet. Ja, aber das muss man natürlich auch bedenken, Freunde. Klingt realistisch. Hier brauche ich auch noch ein Busdepot. Halt, wir können jetzt sowieso erst Pferde kaufen, weil wir erst das Jahr 1880 haben, aber für später dann. Gibt es dann überhaupt Busse? Ja, halt Pferdefuhrwerke gibt es. Also keine Busse? Nein. Hey, aber 1880 hat es doch bestimmt schon Autos gegeben. Ja, vielleicht gibt es auch gerade den ersten. Ich bin mir gerade nicht sicher. Du hast das wieder ich jetzt. Du hast mich aus dem Konzept gebracht. Erstes Auto. Bus. Ja, Auto ist wieder was anderes als Bus. Okay, erster Bus. Okay, 1895. Aha. Aber das sah nicht wie ein Bus aus. Und wer hatte jetzt recht? Fahrzeuge kaufen? So, Passagier. Wir können
schon sowas wie einen Bus kaufen. Der hat 5 Kapazität. Eier. Ja, so, ich glaube, ich nehme den. Ja, würde ich auch sagen. Wie heißt der? Ich kann das nicht lesen. Le Paysante. Ist französisch, keine Ahnung. Oder wir nehmen die amerikanische Postkutsche, die ist teurer. Nein, nehmen wir Le Paysante. Ja, die ist nicht so teuer. Oder nehmen wir das Teuerste. Das Teuerste, das muss ja gut sein. Ja, klar. So, dann stelle ich mal jetzt die Zeit ein bisschen schneller. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr gerne hättet, dass wir mit den Zuglinien, die wir neu bauen, mitfahren immer, wenn wir eine neue haben. Oder ob wir das lassen sollen. Dann werde ich mich danach heu richten. Ja. Ist das jetzt das Busdepot? Ja, jetzt habe ich hier diese hässlichen Pferdekutschen gekauft. Ich dachte, ist das Busähnliche? Ist das das Busähnliche? Genau. Ah ja. Und jetzt brauche ich noch einen Zug. Fahrzeuge. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wow! Also es gibt schon Dampfloks. Tatsächlich. Ich würde den, der mit dem langen Namen. Dieses Ding hier, eine russische. Nein, geh mal weiter runter nochmal, da war doch noch einer mit längeren Namen. Das hier? Ja, der. Aber der ist gleich so teuer, das kostet über 1 Million, wir haben nur 3. Ich werde ihn jetzt nicht gleich okay, alles dann Geld, das wir haben, rauspulvern. Weiter hoch, oder? Ist unten das billigere oder oben? Oben. Ja, dann geh hoch, oder? Und nicht weiter runter. Ja, ich bin ja oben. Achso. Warte mal. Ich kaufe einen Wagen und dazu dann den passenden... Den besten Wagen. Genau. Ich glaube, ich kaufe einfach mal 2 von diesen hier. Wie bekommst du hier Geld? Durch die Fahrtickets und so. Mhm. Aber da kommst du... Was kostet denn ein Fahrticket 100.000? Nein, dass du da an Geld das kommt dann halt über die Masse. Wenn viele Leute fahren, dann bekommst du mehr Geld. Wenn sie eine Linie nicht rentiert, hast du entweder zu viele Fahrzeuge oder zu teure Fahrzeuge. Eieiei. Ja, dann schlag zu. Ich nehme jetzt den Nikolas Ding mit 40 km/h. Das reicht jetzt erstmal. Dann diese Lokomotive. Und soll ich 2 oder 3 von diesen Wagen? Soll ich 26 oder 39 Kapazität? 2. Aber nur wenn du es bist. Ist Hamburg die Industriestadt? Nein, es gibt in jeder Stadt gibt es ein Industriegebiet. Und das System vom Spiel ist halt, zur Erklärung nochmal, irgendwann werden die Fahrzeuge zu alt, dann musst du sie auch ersetzen und so kommt halt irgendwann einfach auch das Moderne ins Spiel. Da geht das Geld raus. Jetzt haben wir noch 2,3 Millionen. Ich finde das eigentlich relativ gut. Voll geil, diese Lok. Wir können jetzt auch noch mitfahren und uns das Ding ein bisschen ansehen. Die wunderschöne Strecke am Fluss, die wir gebaut haben. Es sind schon 12 Leute an Bord. Wow. Such impressive, much wow. Wieso wollen die nach Hamburg? Keine Ahnung. Ist doch viel schöner. Wien, lebenswerteste Stadt der Welt und so. Also keine Ahnung, warum die da mit wollen. Leute, falls ihr wisst, wie dass man die Kameras beim Mitfahren vom Zug umschalten kann, dann schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Ich habe schon so oft gesagt, ihr sollt heute was in die Kommentare schreiben. Aber bitte macht es wirklich. Ihr schafft das, Freunde. Es ist ja auch zu eurem Vorteil, wenn ihr dann coole Ansichten und so habt. So. Mit diesen Bildern würde ich dann sagen, das war's mit dem heutigen Part von Transport Fever 2. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren. Wenn ihr mehr von Transport Fever 2 sehen wollt, dann zeigt es uns mit einem Daumen nach oben. Haut rein und ciao. Ciao.